da bist du ja, kleiner Freund. Ah, endlich zurück von der Kirmes, wie ich sehe. Ah, es war der Wahnsinn. Ich muss dir alles über Amber erzählen, Amigo. Kleiner Freund? Amigo? Brian, hast du meinen Namen vergessen? Weiß nicht, ich hab den ganzen Nachmittag Ethanol aus einer Kelle getrunken. Ich heiß Stewie. Stewie, klar. Ja. Jedenfalls, Amber ist das perfekte Mädchen für mich. Wie alt ist die überhaupt? Die ist so durchgenudelt, dass man es schwer schätzen kann. Entweder 27 oder 61. Aber das Gute ist, Stewie, sie verlässt die Stadt mit ihrer Bude in 3 Tagen. Stewie? Das heißt Sex, Sex, Sex. Und dann adios. Stewie. Übrigens, und krieg keine Panik deswegen, aber ist Abtreibung noch legal in Rhode Island? Klasse Arbeiten mit meinem besten Freund. Das wird spitzenmäßig. Nur, dass du es weißt, ich mampfe den ganzen Tag Eis und mein Computer macht alle 3 Sekunden Plong. Ich hoffe, das stört dich nicht. Das ist das Plong. Ja, könntest du vielleicht nicht so viel Lärm machen, Peter? Immerhin ist das heute mein erster Tag und ich will ein bisschen was schaffen. Weißt du was? Du kannst gleich was schaffen, aber zuerst erzählen wir uns gegenseitig Gruselgeschichten aus dem Job. Es war ein Abend wie der heutige. Und wenn der Vollmond scheint und du die Augen schließt, hörst du immer noch ihre Stimme. Wo haben Sie die verdammten Büroklammern hingelegt? Verdammt, Peter, das ist Arbeit und kein Zeltlager. Würdest du jetzt bitte verschwinden? Mein 10-Uhr-Meeting fängt in Kürze an. Dein Meeting? Aber ich dachte, wir arbeiten zusammen. Ja, naja, ich dachte, das hier kann ich allein übernehmen. Aber vielleicht kannst du uns einen Kaffee bringen. Kennenlernen. Vertagen wir. Nageln wir fest. Das ist ein Problem für Montag. Oh, Stewie, perfektes Timing. Amber, stell dir Stewie vor. Verzichte. Oh, der ist echt süß. Den sollte ich glatt entführen, findest du nicht? Dich in eine Reisetasche stopfen, zumachen und bevor du es merkst, sind wir in Indiana. Charmant. Ist der nicht der Hammer? Kommst du mit rein, Babe? Na, ich park einfach ein paar Stunden hier und guck Fuller House auf dem gecrackten iPad von meinem Stiefsohn. Ich sag's dir, das ist echt Sex aus einer anderen Dimension. Die Teppiche in ihrem Van sind voller zertretener Fruit Loops. Und während wir es treiben, beuge ich mich vor und leck die Krümel auf. Mir ist die Versuchung durch Fruit Loop-Krümel durchaus bekannt, danke. Brian, du solltest wissen, dass die Nachbarschafts-App gerade durch die Decke geht. Habt ihr den Van gesehen? Was ist das für ein Van? Hier ist ein Foto von dem Van. Ich habe die Polizei gefragt und wir können den Van nur loswerden, wenn uns kriminelle Handlungen auffallen. Und dann noch ein paar ängstliche Kommentare über den schwarzen Amazon-Fahrer, aber du bist ganz vorn. Es war schlimm genug, dass Mr. Lloyd Cleveland für besser hält als mich. Jetzt tun's alle unsere Freunde auch. Hör mit dem Selbstmitleid auf. Glaubst du, für mich ist es schön, dass mein Mann demontiert wird? Bonnie hat schon so ein Auto mit einem Lautsprecher drauf gemietet, um es allen zu erzählen. An alle in der Spooner Street. Der Mann von Lois wurde degradiert. Die sind jetzt arm. Ich wiederhole, die Familie von Lois ist jetzt ärmer. Lass dich davon motivieren. Wie schön wär's, Mr. Lloyd und deinen Freunden zu beweisen, dass sie falsch liegen. Ich lass jetzt deinen superschnellen Damenschiss ab. Beweisen, dass sie falsch liegen? Fertig. Und genau das werde ich tun. Die werden Cleveland nicht mehr für so toll halten, wenn ich schaff, dass er rausfliegt. Hey, Dad, wie geht's denn so? Hatte dir Spaß bei den Browns? Konnte keinen Ketchup klauen, ich wurde dauernd beobachtet. Verdammte Scheiße! Da ist er ja. Er hat den Ketchup nicht gekriegt. Leck mich! Hey, die Chicken Nuggets sind knochentrocken. Hat er den Ketchup am Start? Beeilt euch, Leute, der Film geht gleich los. Was gucken wir uns an, Mom? Ach, ein Film, auf den ich schon ewig warte. Penelope's Kampf mit Renee Zellweger. Die dramatische, wahre Geschichte über die erste Frau, die Kutscherin der Queen war. Dieser Film klingt grässlich. Außerdem hatten Chris und ich uns schon auf eine Wiederveröffentlichung geeinigt. Leg dich nicht mit Sohan an. Jetzt digital remastered und 40% lauter. Aber, Peter, du weißt, dass ich immer den Film für den Familienkinoabend auswähle. Das ist so Tradition. Ja, aber gerade jetzt im Augenblick wird mir klar, dass Chris und ich 2 Typen sind und du dagegen bist nur 1 Typ. Rein technisch gesehen können wir dich überstimmen. Wie bitte? Mich überstimmen? Was ist mit Meg? Ich meine, ihre Stimme zählt doch... Ich bin für Sohan, Bro.
Meine Achselhöhle stinkt. Und jetzt stinkst du wie meine stinkige Achselhöhle. Das Flüstern in diesem Film wäre Geschrei in anderen Filmen. Danke, dass Sie mich empfangen, Sir. Ich komme gleich zur Sache. Es ist meine Berufung, Briefträger zu sein. Und ich möchte meinen Job wiederhaben. Das ist ja schön, aber... Bitte lassen Sie mich ausreden. Mit diesem Gummiband werde ich den skandalösen Hoden festmachen, sodass er nie wieder irgendwo baumelt oder auftaucht, wo er nicht hingehört. Ich werd's tun. Erledigt. Cleveland, wir haben Ihnen vor Wochen den Wiedereinstellungsvertrag geschickt. Ich guck meine eigene Post nie an. So wie Pablo Escobar niemals Kokain genommen hat. Er hat viel Kokain genommen. Oh, dann habe ich wohl einen furchtbaren Fehler begangen. Wir konnten Sie nicht gegen den Willen des Kopfes der Gewerkschaft feuern. Willkommen zurück, Cleveland. Danke, Sir. Es ist schön, wieder da zu sein. Und da liegt mein Ei am Boden. Hier ist Ihr Gummiband zurück. Sie können's behalten. Oh Mann. Nachricht von Amber. Wir sollten darüber reden, wo das hinführt. Mann, was ist, wenn sie dich heiraten will? Sieht wohl so aus, als müsste ich mich von ihr trennen. Hey, Amber, hör zu, ich habe deine Nachricht bekommen. Nein, das hier kann nicht so weitergehen. Wir beide müssen uns trennen. Was? Du trennst dich von mir? Wow, von der Kirmesbraut abserviert. Brutal. Ah, ich habe nachgedacht. Wir haben nicht wirklich viel gemeinsam. Ich meine, du kennst keinen einzigen Songtext von Kid Rock und überhaupt keine Namen von Monster Trucks. Gravemaker, das ist einer. Oh, Grave Digger, das ist peinlich. Hör damit auf. Komm schon, worum geht's hier wirklich? Liegt's daran, dass ich die Schmerztabletten nicht schnell genug pulverisiert hab? Leb wohl, Brian. Wow, Kumpel. Ich will, dass du weißt, dass ich immer... Sie klaut unsere Post! Sie klaut unsere Post!